muss halt auch echt vorsichtig drillen, weil ich nur ein 20er Vorfach habe. Schön fein. Und dann mit der 30 Gramm Rute lässt er sich dann auch relativ schwer über den Kescher führen, aber bringt halt Spaß. Und jetzt habe ich ihn, jawohl! Freue mich richtig. Auch wenn er klein ist, aber hat alles geklappt, wie ich mir es vorgestellt habe. Und auf dem letzten Drücker kriege ich hier noch einen kleinen Schuss. So, zweimal war ich jetzt los. Einmal an meinem großen Vereinssee, sehr früh im Jahr, erster Trip. Leider nur ein kleiner Karpfen, aber immerhin. War noch sehr, sehr kalt, die Natur war noch sehr weit zurück, also wir haben ganz langes, kaltes Frühjahr gehabt. Zweiter Trip, war schon ein bisschen wärmer, eine Woche später, ja, da habe ich dann echt ein dickes Ding verloren. Dicken Karpfen drauf gehabt, wollte ich eigentlich ja gar nicht auf meinem leichten Geschirr hier. Das wird ein spannender Drill mit der 30 Gramm Rute hier. Das wird ein bisschen länger dauern, denke ich. Oh, das wird länger dauern, Mari. Langsam kommt er näher, aber auch nur langsam. Und das ist es halt, das ist der Spaß an der ganzen Geschichte mit der Pose und leichten Geschirr. Das bringt einfach nur Bock. So, jetzt ruder ich langsam hin. Ich hoffe, der ist noch dran, aber glaube es fast nicht mehr. Schade. Aber kommt bestimmt noch einer. Was machst du denn hier jetzt am Boot? Ja, Kescher wie ihn so. Da haben wir ihn, jawoll. Da ist er, schöner kleiner Schuppenmann. Und die sind genau richtig für die Route. Bringt richtig Spaß. Hübscher Fisch, keine Verletzung, gar nichts. Schöne rote Flosse mit ein bisschen Gelb bei. Schönes Schuppenkleid, richtig hübscher Fisch. Und jetzt bin ich hier an einem kleinen Teich. Das ist ein Geheimtipp. Hier soll es richtig große Schleien geben. Das ist also auch ein sehr, sehr alter Teich. Aber es gibt hier auch eine Menge Karpfen um 2, 3, 4, 5 Kilo rum. Ich hoffe, dass die jetzt nicht zu ungestüm sind und die Schleien hier vom Futterplatz vertreiben, den ich gleich anlegen werde. Und ja, ich hier die Chance habe, wirklich mal ein paar dicke Schleien zu fangen. Wäre natürlich top. Gut, dann fange ich jetzt mal an, das Futter anzurühren. Ganz normal. Weichmais aus der Dose und hier ja Karpfenstippfutter von Kormoran, das ist eine super Mischung, fische ich oft und viel. Dann mache ich jetzt mal so 2 Kilo von fertig hier. Dose Weichmais rein, obwohl das ist so viel Futter, da kann ich auch noch eine zweite Dose reinmachen. Hier ist halt viel Fisch in dem kleinen Teich und die wollen wir auch alle auf den Platz bringen. So, ruhig ein bisschen mehr Wasser, weil das Futter, das zieht echt an. Und da ich hier die Bälle auch nicht sehr weit werfen muss, ich fische hier fast unter den Ruten, mache ich das Futter sowieso ein bisschen feuchter als normal, damit sich das dann auch gleich in der schönen Wolke auflöst und die Fische lockt. So, jetzt kann das Futter noch ein bisschen ziehen. Dann kommen erstmal ein paar Bälle rein und dann muss ich noch ausloten mit meiner Liftblei-Methode hier, mit der ich fisch. Und dann geht's los. So, Futterplatz ist angelegt. Jetzt muss ich natürlich genau ausloten, weil das ist wichtig bei der Liftblei-Methode, weil das unterste Blei, das muss am Grund liegen.
Und deswegen mache ich auch hier mit so einem Klemmblei, Klemmlotblei, wirklich das nicht in den Haken, sondern auf das unterste Blei, was ich auf meinem Vorfach habe. Weil das soll auf dem Grund liegen, das ist ganz wichtig. Ich denke mal, die Ecke ist sowieso sehr flach hier, mehr als 60, 70 Zentimeter sind das nicht. Und ja, auf Anhieb steht perfekt. Circa 70 cm hier die flache Bucht. Und ist auch schon ein bisschen Kraut hier unterwegs. Was auch nicht das Schlechteste ist. Da suchen die Fische natürlich gern drin. So, jetzt noch die zweite Rute schnell loten, anködern und dann hoffentlich geht's gleich los. Bringt ja Spaß. Na komm. Geht er hier am Rand lang? Haben wir Kraft, die Biester. Haben ja Kraft, die Biester. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass hier so viele Äste drin liegen am Rand. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Ah, ich kriege ihn aber wieder frei. Alter Schwede, rührt der hier rum, der ist doch gar nicht so groß. Jetzt hängt er doch schon wieder in irgendwas drin. Das ist ja Wahnsinn. Dann komm raus da. Na, hat er jetzt verloren? Nicht da, nicht da rein. Komm da raus. Jawohl, jetzt haben wir ihn. Sauber. Ja, das ist er. Erste kleine Spiegler hier. Denk mal so 2 Kilo, 2,5 Kilo. Murder Fight an der 35 Gramm Route. Es bringt einfach nur Spaß mit der Pose, Kombiköder, 35 Gramm Routen. Hier auf Karpfen und Schlein zu angeln. Ich hoffe, da kommt noch eine schöne Schlei, Mensch. Aber war ja schon mal erfolgreich. Und der nächste Fisch, wieder klassischer Biss, hat sich sauber hingelegt, die Pose. Jetzt fangen sie das Fressen hier an. Hat es eine knappe halbe Stunde gedauert. Und ich denke, dass es wieder in Karpfen so wieder abgeht. Aber egal. Bringt saumäßig viel Spaß und das ist die Hauptsache. Oh, und der geht richtig. Ah. Gib auf! Gib auf! Na? Jawohl, da habe ich ihn. So, wie man hier sieht, sitzen die Haken wunderbar vorne. Das klappt also echt gut mit dieser Liftblei-Methode. Die nehmen halt, die saugen halt den Haken ein, merken, dass was nicht stimmt, pusten ihn dann aus und da setze ich natürlich dann schon den Anhieb, weil die Pose sich halt flach gelegt hat. Also die Haken sitzen auch wie beim Boilie-Angeln, meistens ganz vorne in der Unterlippe. Funktioniert einwandfrei. Ja, sehr dunkel die Spiegler hier. Der ist wirklich ganz dunkel, ein richtig grauer Bock hier. Auch schon ältere Fische, die werden hier halt, denke ich, nicht so groß in diesem kleinen Teich. Aber heißer Kämpfer, hat Spaß gemacht. Und ein schöner Fisch trotzdem. So, jetzt knapp 5 Minuten später ein ganz aggressiver Biss hier. Ich hoffe, dass das jetzt mal kein Karpfen ist. Obwohl das ja nicht atypisch für eine Schlei wäre, so ein aggressiver Biss. Aber die kämpfte jetzt relativ hektisch.
und nicht ganz so super stark. Kann aber sein, dass der Karpfen jetzt erst aufwacht. Nee, ist eine Schlei. Ist eine kleine Schlei. Geil. Jawohl. Ist eine Schlei. Was heißt klein? Das ist eine gute Schlei. Na komm. Da geh rein. Wow, das ist eine richtig gute. Yes. Ich habe eine Schlei. Wie geil ist das denn? Und eine richtig gute. Oh. So, wie geil. Eine richtig schöne Schlei. Die wird locker die 50 cm haben. Ich bin begeistert. Man sieht auch, das ist echt ein alter Fisch. Überall kleine Wunden. Hier hinten hat sie eine kleine Verfärbung. Toller Fisch. Ich bin begeistert. Endlich habe ich sie. Meine Frühjahrsschlei und gleich so ein Koffer. Toller Teich hier. Stimmt der Geheimtipp mal wieder? Super. So, der Nachmittag ist rum. Das war hier der erste Test an diesem Geheimtipp-Teich. Und der Geheimtipp hat auch gezündet. Zwei Karpfen, eine super Schlei dabei. Aber hier geht bestimmt noch mehr. Gerade was Schleien angeht, finde ich das höchst interessant. Hier werde ich auf jeden Fall noch mal herkommen und dann bis in den Abend, vielleicht sogar in die Nacht reinangeln, um dann vielleicht die eine oder andere dicke Schlei noch zu bekommen. Also, das tue ich mir auf jeden Fall noch mal an. Hat super Spaß gemacht. Ich komme auf jeden Fall hier noch mal wieder. So, angefüttert ist, alles vorbereitet. Ich muss nur noch beködern. Ausgelotet habe ich auch schon. Das ist jetzt der zweite Trip. Ich bin ganz gespannt, wieder hier an dem Geheimtippteich, wo es die dicken Schleien gibt. Wetter ist ein bisschen anders. Nicht ganz so warm wie das letzte Mal, obwohl wir sind eine Woche weiter, aber ist bewölkt. Bisschen mehr Wind, ist gar nicht schlecht. Bisschen Wind, und wenn das Wasser oben gekräuselt ist, dann sind die Schleien nicht ganz so vorsichtig. Also Wind ist immer nicht so schlecht, solange er nicht zu stark wird zum Posenangeln, ist das völlig okay. Ja, ich beködere jetzt wieder hier meinen Kombiköder. Hab wieder das gleiche, wie ich zuvor sowieso gefischt habe, meine Liftblei-Methode. Und Mais und Dendrobena. Es geht jetzt auf den Platz. Und dann hoffe ich, dass ich noch die eine oder andere dicke Schlei heute fange. Sieht gut aus, die Stelle ist auch ein bisschen tiefer. Wird jetzt so, denke ich mal, eine halbe Stunde, Stunde dauern, bevor sich die Fische hier einstellen. Wie gesagt, erstmal zwei und drei Ballen auf den Platz geschmissen mit Mais und dem Karpfenfutter hier. Es wird ein bisschen dauern, bevor sich die Fische einfinden, aber ich bin guter Dinge und die Ruten gehen jetzt raus. So, knapp eine halbe Stunde. Der erste Fisch hat den Futterplatz angenommen. Ist natürlich wieder ein Karpfen. Habe ich sofort gemerkt. Der ist gleich über die Rolle rüber, über die Bucht auf die andere Seite und gibt immer noch nicht auf. Aber bringt mal wieder richtig Bock hier mit der leichten Rute. Und ein schöner Karpfen, da sage ich ja nicht nein. Na komm. Oh, Wind ist mittlerweile auch ziemlich aufgefrischt. Ist das Posenangeln schon nicht mehr so einfach. Aber hat ja geklappt. Muss ich mal rauskriegen. Jetzt war der kurzfristig irgendwo fest hier. Richtig gemerkt, wie ein Stock wahrscheinlich. Na komm. Gib nicht auf. Ist das Seerekord hier? Teichrekord? Und er gibt nicht auf. Und er gibt nicht auf. Und wieder weg.
Wichtig ist auch beim Kescher nicht mit dem Kescher hinterher, sondern wirklich den Fisch über den Kescher führen. Machen ja immer viele falsch. Ja, aber ich denke mal, jetzt hat er, ne, noch eine Drehung. Komm zu mir. Jetzt dürfte er verloren haben. Jawohl. Da haben wir ihn. So. Ja, hier ist der Bestand schon an Karpfen verbuttet. Also die sind nicht so groß hier in dem Teich. Aber der hat richtig Gewicht hier. Das ist schon einer der besseren hier in dem Teich, denke ich. Der ist richtig schön. Feist. Grauer Fisch. Schön. Hat mir einen schönen Fight geliefert. Hat richtig Spaß gemacht. So kann es weitergehen. Aber ich hoffe noch wie dicken Schleim, Mensch. Ja, ich habe jetzt hier einen Fisch dran, der ist aber komplett hier durchs Kraut geschossen und ich weiß nicht, was da noch dran hängt. Es ist ja auch noch in der anderen Route mit drin, also jetzt gibt es hier richtig Spaß. Oh, was hängt denn da alles mit dran? Aber irgendwie ist da auch ein Fisch dran. Oh, oh, alles vertütelt und richtig vertütelt und Äste und Kraut dran. Wie kriege ich den jetzt bloß raus? Das ist, glaube ich, sogar eine Schlei. Oh, ne. Das ist ja ganz spannend. Ich kriege den nicht an die Oberfläche, weil der Ast da mit drin ist. So, den Ast haben wir schon mal. Ich hoffe, die kämpft jetzt nicht mehr so doll. Da kommt noch ein Ast. Und da kommt die Schlei. Und vielleicht kriegen wir sie jetzt gekeschert. Oh, komm, mach kein... Nein, nein! Mach keine Action mehr. Das ist eine große Schlei. Ah. Und ich hab sie. Oh, das ist eine Action. Wahnsinn. Schöne dicke Schlei. Mit dem ganzen Kram hier dran. Verrückt. Und ich glaube, das ist sogar die gleiche Schlei, die ich schon letztes Mal gefangen habe. Das ist ja verrückt. Das ist die gleiche Schlei. Also es ist tatsächlich die gnatterige Schlei vom letzten Mal. Die erkennt man halt ganz leicht wieder, weil die hat hinten an der Schwanzflosse hier diesen schwarzen Fleck. Ja, sitzt hier auf einer ganz anderen Stelle. Und es gibt hier viele Schleien in den Teich, viele Karpfen. Und ich fange tatsächlich die gleiche Schlei wieder. Und das mit so einem Monster-Drill hier mit Kraut, Ästen drin und, und. Aber ich freue mich trotzdem, ist halt echt ein dickes Ding. Und warum nicht, halt zweimal gefangen. Es funktioniert, die mag den Kombiköder und ist gleich wieder eingestiegen. Verrückt. Ja klar, das ist ein Fisch. Das war jetzt ein ganz vorsichtiger Biss. Das könnte auch nicht so ein Monsterdrill hier, das könnte eine Schlei sein. Ich werde verrückt, das ist ein Hecht. Ja, ich denke mal, dass der mir gleich die Schnur durchbeißt. Denk mal, der ist gleich weg. Da ist ein kleiner Hecht draufgegangen. Wie kann das denn sein? Da hatte wohl Bock auf den Wurm oder was? Ich mache jetzt auch nicht so viel. Ah, da springt er auch noch. Und ist noch dran. Ich bin verrückt. Der hängt jetzt hier gnadenlos in den Wurzeln fest. Ah. Oh.
Oh, er ist immer noch dran, das ist ja unglaublich. Jetzt geht er da wieder in die Ecke, ich werde wahnsinnig. Nicht wieder in die Stöcker da rein. So, jetzt habe ich ihn aber. Oh, eine Action hier. Verrückt. Tatsächlich ein Hecht auf Mais und Wurm gefangen. So, die Welt spielt verrückt. Hier ein Mais-Wurm-Hecht. Gekämpft wie verrückt. Ja, ist schon witzig hier, wenn man so einen Futterplatz anlegt. Da kommen dann auch gerne mal die Hechte und schnappen sich die kleinen Fische. Und irgendwie hat er wohl Bock gehabt auf den Wurm, ich weiß es nicht. Wirklich voll inhaliert das Ding. Geiler Fight. Ist schon echt witzig. So, ist eine halbe Stunde her, wo ich den Hecht hatte. Der hat hier so richtig rumgerührt auf dem Platz. Es ist hier ein bisschen Ruhe eingetreten. Das will ich jetzt nochmal nutzen, um euch mein Angelgerät vorzustellen. Kurz und bündig, womit ich hier fisch. Aqualight, das ist die Rute, 35 Gramm Wurfgewicht. Bringt saumäßig viel Spaß. Ist eine richtige Spaßroute, dreiteilig, gut zu transportieren, 3,60 Meter lang, hat auch eine anständige Länge. Gerade hier ist das ein Vorteil, längere Routen, man sitzt nicht ganz nah am Ufer, ein bisschen zurückgezogen. Ist beim Schlein- und Karpfenangeln so, ist auch ein bisschen mehr Ruhe am Ufer, ist das gar nicht schlecht. Die Rollen, das sind M-Cast-Rollen, Größe 4000. Schöne Allround-Rolle, hat auch einen Freilauf. Finde ich persönlich immer gut, gerade zum Friedfischangeln Freilauf, perfekt. Gerade wenn man rumtüdelt mit der Pose und, einfach den Freilauf rein, ein bisschen Schnur abziehen, das geht wunderbar. Und wenn man Grundangeln will, man kann natürlich auch die Rollen nutzen zum Aalangeln oder sonstiges oder Fiederfischen. So ein Freilauf ist kein Nachteil. Ich habe das einfach gern. Also Freilaufrollen, gerade zum Posenfischen, habe ich eigentlich immer. Kann man auch mal zum Forellenangeln am Forellensee nehmen. Wie gesagt, eine schöne Allround-Rolle. Hauptschnur ist hier eine 27er Monophile. Wähle ich immer ein kleines bisschen stärker. Ist übrigens eine ganz klasse Schnur. Die ist jetzt hier auf der Rolle lila. Und wenn sie im Wasser ist, wird sie braun. Tolle Schnur. Hält auch das, was sie verspricht. Habt ihr jetzt ja gesehen, die Drills, die waren ja teilweise echt spektakulär. Jetzt auch mit der Schlei, mit dem ganzen Kraut und die Stöcker da drin. Ich habe das mit der Rand rangeholt, hat alles gehalten. Vorfach ist eine 20er Monophile, auch kein Fluorocarbon oder so, ist eine ganz normale 20er Monophile. Ich habe die hier sogar liegen. C-Diver TD-Line super soft, wunderbar. Hat auch gut gehalten und vor allem der Vorteil ist, wenn mal wirklich ein so großer Fisch dran ist, dass er dann abreißt oder man hat einen Hänger, dann reißt wirklich nur das Vorfach ab, das kann man schnell wieder anknoten. Kann man sich also leicht merken, Vorfach immer deutlich dünner als die Hauptschnur, dann passiert da auch nichts. Dann verliert man auch nicht seine Pose, weil gerade die Posen, die ich hier fisch, die sind wirklich schon ja, bestimmt 10, 12 Jahre alt. Die habe ich super gerne. Ich habe jetzt auch nur noch die beiden davon. Leider sind ein paar über die Jahre kaputt gegangen. Aber das sind halt sehr lange, schlanke Balsaholzposen und die liebe ich einfach zu dieser Liftblei-Methode, das sind die besten Posen zum Schleinangeln. So, das ist die Tiefe, die ich hier fisch, wie man sieht. Das sind so 80 cm, 80, 90 cm, tiefer ist es nicht. Und das Blei hier, das kleine Blei hier vorm Haken, das liegt am Grund. Das zweite Blei sorgt dafür, dass die Pose sich leicht schräge aufstellt. Na. Das ist eine Laufpose hier. Hier oben ist der Stopper, kleine Perle. Und die Pose steht halt bis hier im Wasser. Und wenn der Karpfen das kleine Blei anhebt, beziehungsweise den Köder aufnimmt, geht die Pose hoch und legt sich auf die Wasseroberfläche und zieht langsam weg. Und dann kommt der Anschlag. Und das klappt wunderbar. Wie gesagt, zwei größere Klemmbleie. Eins 10 cm über den Haken, nochmal 10 cm dahinter. Das kann man dann schön ausloten. Und wenn man das so macht, ist das perfekt. Und der Kombiköder. Klappt wunderbar. Ja, sonst normale Sticken. Was noch erwähnenswert ist, langer Kescher,
ist auch immer vom Vorteil, ob vom Boot oder hier am Ufer. Wenn man so lange Routen fischt, sollte man auch einen langen Kescher haben. Ganz einfach, sonst wird der Winkel irgendwann zu spitz. Und bei diesen leichten Routen, wenn die dann sehr gebogen sind, kann das sein, dass sie dann brechen. Also ein längerer Kescher immer von Vorteil. Was natürlich ist, habe ich auch schon während des Drills gesagt, den Kescher wirklich eintauchen, stehen lassen und den Fisch über den Kescher führen. Nicht mit dem Kescher hin und her gehen, das ist bei so einer Länge hier auch eher schwer möglich. Futter, wenn ihr Stippfutter bekommt, einfaches Stippfutter. Oder ich habe hier dieses Karpfenfutter, habe ich ja auch schon ein paar Mal gezeigt. Das langt völlig aus. Dose Weichmais rein oder zwei Dosen. Und mein Kombiköder auf Dendrobena stehe ich. Riesenrotwürmer, die nehme ich zum Aalangeln, zum Karpfenangeln, zum Schleienangeln. Wunderbarer Köder. Züchte ich selber auch zu Hause, dass ich immer meinen Vorrat habe, dass ich immer gleich Zugriff auf die Würmer habe. Ja, und Weichmais ist ein Selbstgänger. Geht schnell, ist angenehm, man hat echt tolle Drills, bringt einfach nur Spaß. Ja, und jetzt hoffe ich, dass noch eine Schlei kommt. So, ich denke mal, das ist der letzte Fisch für heute. Die Sonne ist jetzt schon langsam weg. Einer ging noch. Oh, eine Schleie. Nee, ist keine Schleie. Ich werde verrückt, das ist eine riesen Karausche. Ah! Keine Schleie, eine Karausche. Da habe ich ja nun gar nicht mehr mit gerechnet. Und richtiges Brett. Naja, die kann man auch mal verwechseln mit einer Schlei. So einen gelben Bauch, wie sie hat hier. Eine richtig hübsche, alte, gnatterige Karausche. Habe ich schon ewig nicht mehr gefangen hier in Norddeutschland. Hübscher Fisch. Freue ich mich richtig drüber. Habe ich heute 4 verschiedene Fischarten gefangen. Hecht, Karausche, Schlei und Karpfen. Was will man mehr? Aber hier muss ich auf jeden Fall noch mal her, weil ich möchte einfach noch eine dicke Schlei fangen. Oder eine 1 oder 2 oder 3. Also ich komme hier noch mal wieder. Einen Abend muss ich hier einfach noch mal fischen. Was für eine tolle Karausche. Klasse. So, ich bin zurück an dem Geheimteich. Knappe halbe Stunde hier, alles schnell aufgebaut, gefüttert auf dem alten Platz und gleich ein Biss gekriegt. Und nach dem Kampf her weiß ich nicht, ob das jetzt ein kleiner Karpfen oder tatsächlich eine Schlei ist. Ist eine Schlei, ja wunderbar. Ist eine Schlei. Ja. Erster Fisch, gleich eine Schlei. Wie geil ist das denn? Da ist sie. Gleich der erste Fisch, eine schöne Schlei. Flossen sind ein bisschen kaputt, aber dafür hat sie eine traumhafte Färbung. Auch wieder eine richtig schöne Größe. Ah, schöner Fisch. Der geht ja wieder quer über den Teich hier. So, nachgefüttert. Und wen lockt man damit an, wenn man richtig Futter raufpackt? Die Karpfen natürlich. Und wieder einer, der kam. Oh, und ausgestiegen. Ausgestiegen. Macht nichts. Der war mir sowieso zu groß. Ich will eine Schlei und kein Karpfen. So habe ich keinen Ärger hier auf dem Futterplatz jetzt gehabt. Naja, gut, gesehen hätte ich ihn schon gerne, aber. So auch nicht schlecht, weil ich will ja Schleien haben. Karpfen habe ich ja nur schon genug gefangen. So, ganz extremer harter Biss. Nichts mit irgendwo hingestellt und aufgestellt, die Pose flachgelegt, gleich weg, gleich über die Bremse. Bin mal gespannt, was das jetzt ist. Fühlt sich auch fast eher wie eine Schlei an, statt ein Karpfen. Der ist eine Schlei. Ist eine Schlei. Die hat aber aggressiv gebissen. Alter Schwede, nichts mit Vorsicht. Und sogar eine große Schlei, die sah gut aus. Hoffentlich kriege ich sie raus. Irgendwie ist ein Brett. Oh, eine ganz hübsche. Eine ganz hübsche. Die geht auch gleich in den Kescher. Jawohl! Die drin? Ja, oh.
Jawohl. Oh, ist das eine große Schlei. Das ist eine schöne. Das ist die, die ich haben wollte. Hat sich doch noch mal gelohnt, hierher zu fahren. Das ist eine anständige Schlei. Ist die hübsch, riesige Flossen. Schöne dunkelgrüne Färbung, unten leicht gelb. Rote Augen, perfekt. Ich liebe diese Fische. Das ist wirklich der schönste Fisch, den wir hier im Norden haben. Absolut. Und richtig gut genährter Fisch. Klasse. Ja, Sonne untergegangen. Meine Traumschlei gefangen. Der Film ist im Kasten. Alles ist gut.